Hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Keynote des diesjährigen Winterkongresses, des total virtuellen und digitalen Winterkongresses, wie es sich für die digitale Gesellschaft gehört. Es wäre schön, wir könnten uns alle zusammen live und physikalisch nahe sehen. Es hat aber auch seine Vorteile, dass wir uns dieses Jahr nur virtuell sehen. So können wir für die Keynote dieses Jahr eine Speakerin aus Berlin hören. Es ist Anna Biselli. Sie ist ursprünglich Informatikerin und arbeitet nun als Redakteurin bei netzpolitik.org. Ihr Schwerpunkt bei ihrer Arbeit ist die staatliche Überwachung. Und über genau dieses Thema wird sie uns jetzt erzählen. Viel Spaß und the stage is yours, Anna. Hallo. Ja, ich kann zwar dieses Jahr dabei sein, aber im Zweifelsfall würde ich auch gerne nächstes Jahr in die Schweiz kommen, wenn das dann wieder geht. Aber so ist es ja erstmal schön, dass man das so aus der Ferne realisieren kann. Wie gesagt, ich beschäftige mich bei Netzpolitik.org vor allem mit staatlicher Überwachung und da läuft man öfters Maßnahmen über den Weg, die im Nachgang von Terroranschlägen gefordert wurden oder eingeführt wurden. Und wenn man sich das Ganze eine ganze Weile anschaut, das heißt ein paar Jahre lang, kann man ein Muster beobachten. Das heißt, immer wenn ein Terroranschlag passiert, gibt es danach politische Forderungen, die oft eben in neuen Maßnahmen münden, die Terrorismus bekämpfen oder besser aufklären sollen. Wir sehen aber genauso oft, dass diese Maßnahmen weit über Terrorbekämpfung, das heißt über ihren eigentlichen Zweck hinausgehen und dann die Grundrechte vieler oder im Zweifelsfall sogar aller Personen beeinträchtigen. Und das ist ein ziemliches Problem. Das Problem, das gerade bei terroristischen Anschlägen dem zugrunde liegt, ist, dass sie gut emotionalisierbar sind. Das heißt, man hat Opfer und es sind immer sehr, sehr traurige Fälle. Und das wird eben auch in der politischen Argumentation ausgenutzt. Und diese Emotionalisierung ist eben für die Grundrechtseinschränkungen eine ziemliche Gefahr, weil es schwierig ist, dagegen zu argumentieren. Und deshalb ist es wichtig, sich anzuschauen, wie diese Mechanismen in der Vergangenheit funktioniert haben und was man daraus für Lehren für die Zukunft ziehen kann, um im Zweifelsfall dagegen argumentieren zu können. Wir fangen mal mit einem, ja, wohl dem bekanntesten Beispiel an, das irgendwie große Auswirkungen hatte. Und das sind die Anschläge in den USA, das heißt 9/11. Das ist ja schon eine ganze Weile her, das heißt, es war 2001 und danach ist global ziemlich viel passiert. Das Ganze hat diesen sogenannten War on Terror auf Kurs gebracht. Aus dem Ganzen folgte der Drohnenkrieg, die US-Geheimdienste wurden massiv ausgebaut. Das Ganze hat aber nicht nur Auswirkungen in den USA, sondern auch in Nationen, die sich eben als befreundete Nationen der USA gesehen haben und dann den USA Solidarität zugesichert haben. Wir haben eben die Situation zum Beispiel in Deutschland hier, dass dann auch die Informationsaustausche mit dem Bundesnachrichtendienst in Deutschland extrem intensiviert wurden und dass auch in Deutschland Gesetze erlassen wurden, die bei dieser Terrorbekämpfung helfen sollten. Ein Fall, der vielleicht ein bisschen älter ist, wobei man aber sagen kann, damit hat so in Deutschland die ganze Geschichte angefangen, ist sicherlich der deutsche Herbst, das heißt irgendwie Ende der 70er Jahre, wo die RAF-Gruppe aufgetaucht ist, was dann zu einer ganzen Reihe an Gesetzgebungen geführt hat und unter anderem zur Einführung des Paragraphen 129a in Deutschland, der eben die Bildung, Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung unter Strafe gestellt hat. In dem Zuge sind eine ganze Menge rechtliche Maßnahmen genutzt worden oder zum ersten Mal in größerem Kreis genutzt worden. Das heißt, man hatte eine rechtliche Sonderbehandlung für die Terroristen oder mutmaßlichen Terroristen, die dann eben verdächtigt wurden. Man hat Abhörmaßnahmen durchgeführt, man hat große Kontrollen durchgeführt, bei denen eben auch ein großer Teil der Bevölkerung betroffen war. Und zwar längst nicht nur Teile der Bevölkerung, die direkt mit der RAF oder mit anderen terroristischen Gruppierungen in Zusammenhang standen. Es gibt einen ganz plakativen Fall, dass in München eine Arzthelferin verurteilt wurde zu 12 Monaten Gefängnis, weil sie in der U-Bahn einen 5-zackigen Stern an die Wand gesprüht hat und darunter das Büchner-Zitat Krieg den Palästen geschrieben hatte. Und quasi der Mensch, der sie begleitet hat, der wurde dann beschuldigt, sie abgeschirmt zu haben und ihr eben Deckung zu geben. Und der wurde auch zu 6 Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Das heißt, das ist eine Entwicklung, wo man schon sehr, sehr früh gesehen hat,
Dinge, die zur Bekämpfung von Terrorismus gedacht waren, haben plötzlich viel, viel größere Personengruppen getroffen. Und zu dieser Zeit eben eine ganz große Personengruppe aus einem linken politischen Spektrum, die überhaupt nicht direkt mit der RAF in Verbindung stand, sondern teilweise einfach Studentengruppen, Diskussionsgruppen und so weiter und so fort. Ich werde relativ viel von Beispielen in Deutschland erzählen, aber man kann diese ganzen Entwicklungen eben übertragen, weil sie überall sehr ähnlich ablaufen, sei es jetzt auf EU-Ebene oder sei es auch in der Schweiz, womit ihr euch sicherlich viel besser auskennt als ich. Aber man sieht eben, dass die Probleme überall die gleichen sind. Und zwar ist eben ja nach dieser Zeit und auch nach 9/11 eine Menge passiert und Dinge haben sich verändert. Das heißt, während man damals Maßnahmen als direkte Reaktion auf Terroranschläge hatte, haben wir heute ähnliche Entwicklungen, die aber noch weitergehen. Das heißt, man kann so drei größere Problemfelder aufmachen. Das eine ist, dass die Terrorbekämpfung immer weiter ins Vorfeld verlagert wird, da wo noch gar kein Terror ist. Und man hat einen auch dadurch bedingten großen schwammigen Terrorismusbegriff, der immer breiter wird und der nur noch schwer kontrollierbar ist. Und am Ende weiß man nicht mehr genau, was ist Terrorismus und wer definiert, was Terrorismus ist. Und ein weiteres Problem, das sich eben mit dem Aufkommen des Internets oder eben auch mit dem Vorhandensein von Terrorpropaganda im Internet oder von Rekrutierungen im Internet ergibt, ist, dass dadurch, dass Maßnahmen im Internet greifen, dass dadurch eine große Anzahl an Personen betroffen sind und dass dadurch eben auch noch ganz andere Gruppen in die Terrorismusbekämpfung mit einbezogen werden. Das heißt, namentlich zum Beispiel Betreiber von Social Media Plattformen oder auch Kommunikationsanbieter. Das heißt, wir haben Grundrechtseingriffe, die immer mehr Personen betreffen. Das heißt, es ist nicht wie zum Beispiel bei der damaligen RAF-Verfolgung so, dass es eine Gruppe von Personen aus einem linken Spektrum betrifft, sondern es betrifft mittlerweile einfach eine sehr undefinierte Gruppe an Personen. Und gerade wenn man an Maßnahmen im Internet denkt, betrifft das dann eben auch all die Personen, die sich im Internet bewegen. Und die Gesamtzahl dieser Maßnahmen ist kaum mehr überschaubar und auch kaum mehr evaluierbar, weil sie einfach als Einzelmaßnahmen gar nicht mehr zu betrachten sind, sondern man sie in einem größeren Zusammenhang betrachten muss, was die politische Diskussion darüber extrem schwierig macht und extrem verfahren. So, jetzt fangen wir mal mit den drei Problemen noch mal ein bisschen im Detail an. Und zwar mit dem ersten, dass diese Terrorismusbekämpfung immer früher ansetzt, da wo es vielleicht noch gar kein Terrorismus ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es um Prävention geht, die verhindern will, dass Radikalisierung und dass quasi die Zuwendung zu terroristischen Aktivitäten überhaupt passiert, sondern dass wir an einem Punkt anfangen, wo das noch längst nicht passiert ist. Und da gibt es in der Schweiz ein ganz gutes Beispiel für, nämlich das Bundesgesetz über polizeiliche Maßnahmen für Bekämpfung von Terrorismus. Und da gibt es eine relativ, ja, gute Definition, die beschreibt, wo das Problem daran ist. Da steht nämlich, dass eine terroristische Gefährderin oder ein Gefährder eine Person ist, wenn es eben konkrete oder aktuelle Anhaltspunkte gibt, dass sie eine terroristische Aktivität ausüben wird. Und das heißt, es muss noch nichts passiert sein, sondern es muss Anhaltspunkte geben, dass es passieren könnte. Und dann sind eben schon weitreichende Maßnahmen möglich oder sollen möglich sein, wie zum Beispiel Aufenthaltsbeschränkungen oder Überwachungsmaßnahmen oder auch Maßnahmen bis hin zu Hausarrest. Das Ganze ist ein Trend, den es auch in Deutschland gibt. Wir haben hier auch diesen Gefährderbegriff, der seit Jahren immer weiter aufkommt und eben auch eine Abwendung von einem früheren Rechtsbegriff einer konkreten Gefahr hin zu einer drohenden Gefahr. Das Gute in Anführungszeichen an der konkreten Gefahr ist ja, dass es dafür Anhaltspunkte geben muss. Das heißt, zum Beispiel jemand kauft Materialien ein, um Sprengstoff herzustellen. Oder jemand bereitet konkret etwas vor. Wenn wir aber jetzt eine Rechtsverschiebung haben hin zu einer drohenden Gefahr, wird das Ganze ziemlich gefährlich, weil im Endeffekt muss eine drohende Gefahr immer Spekulation sein. Das heißt, letztlich, natürlich könnte jeder von uns in irgendeiner Art und Weise gefährlich sein und natürlich könnte man aus Anhaltspunkten konstruieren, dass eine Person gefährlich ist und diese Gefahrenlage, aufgrund derer polizeiliche oder nachrichtendienstliche Maßnahmen passieren, geht immer mehr ins Abstrakte. Was das für Auswirkungen haben kann, sieht man in Deutschland relativ gut. Wir hatten in den letzten Jahren mehrere Novellen von Polizeigesetzen in den Bundesländern und die ist diese
drohende Gefahr immer mehr eingesickert. Das heißt, die polizeiliche Arbeit hat sich ins Vorfeld verlagert und verschwimmt dadurch auch fast ein bisschen mit einer geheimdienstlichen Arbeit, die ja im Vorfeld passiert und beschränkt sich nicht mehr nur auf Ermittlungen. Und was dann passiert, sieht man zum Beispiel in Bayern. Bayern hat ein neues Polizeigesetz bekommen und in diesem Polizeigesetz wurde erstmals auch festgeschrieben, dass Personen in präventiv Gewahrsam genommen werden können. Das heißt, dass sie vorbeugend quasi festgenommen werden können. Da geht es nicht um Terrorismus, da geht es erstmal darum, dass die Personen generell gefährlich sein könnten, wofür auch immer. Und dann landen eben mehrere Monate nach der Einführung dieses Polizeigesetzes 19 Personen wochenlang in diesem präventiven Gewahrsam, nachdem sie kleinere Verstöße vorgenommen hatten. Und was man daran sieht, ist, dass eben diese Vorfeldverlagerung ganz viel auch zu rassistischer Diskriminierung führt. Weil von diesen 19 Personen, die im Präventivgewahrsam gelandet sind, waren 16 Personen Menschen mit nicht deutschem Pass. Und die Verstöße, um die es da ging, sind für solche schon sehr freiheitseinschränkenden und krassen Maßnahmen vielleicht nicht besonders intuitiv. Das heißt, bei einer Person ging es darum, dass sie Suizid angedroht hat. Bei einer anderen Person ging es um eine betrunkene Schlägerei in einer Geflüchtetenunterkunft. Und da kann man sich schon überlegen, dass das einfach dann Personen trifft, die aufgrund von Diskriminierung eher zu Betroffenen von solchen Maßnahmen werden. Weil wenn man sich überlegt, okay, wenn ich jeden Menschen, der betrunken auf dem Oktoberfest zum Beispiel eine Schlägerei anfängt, in Präventivgewahrsam stecke, dann hat man als Polizei relativ viel zu tun und es ist relativ klar, gegen wen sich diese Gesetzgebung eigentlich richtet. Das heißt, wenn wir Dinge ins Vorfeld verlegen, dann haben wir immer das Problem, dass es um Vorurteile geht und dass dann Personen aufgrund zum Beispiel ihrer Religion oder aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft potenziell Diskriminierungsopfer werden. Zum zweiten Problem, was eigentlich Terrorismus ist, das ist auch, glaube ich, in der Schweiz relativ gut ablesbar, dass es da ein ziemliches Problem gibt. Und zwar, wenn man jetzt den Gesetzestext nimmt, dann geht es zum einen um terroristische Aktivitäten, die die staatliche Ordnung verändern wollen, indem eben Straftaten oder schwere Straftaten begangen oder angedroht werden. Aber zum anderen steht auch in dem Gesetzestext, dass schon die Verbreitung von Furcht und Schrecken reicht. So, das ist eine Definition in der Schweiz. Das heißt, wir haben aber in anderen Rechtsordnungen andere Definitionen. Das heißt, es gibt generell keine feste Definition davon, was Terrorismus ist. Und das ist eben auch ein Problem. Und gerade solche schwammigen Definitionen verstärken dieses Problem noch weiter. Weil wenn man sich jetzt überlegt, okay, was könnte denn die Verbreitung von Furcht und Schrecken sein? Dann kann man ganz schnell auf Bilder wie solche stoßen, wo zum Beispiel Klimademonstrationen stattfinden und wie hier in Lausanne, glaube ich, auf Transparenten steht, okay, entweder ihr tut jetzt was oder wir werden alle ausgerottet. Und letztlich kann man sich überlegen, klar, wenn man ausgerottet wird, das macht mir schon Angst. Und ist das jetzt schon oder kann das jetzt schon unter Terrorismus fallen? Das Ganze ist gar nicht so weit hergeholt, wie es vielleicht auf den ersten Blick klingt, sondern es gibt ganz konkrete Vorwürfe. Zum Beispiel Silvio Berlusconi hat Greta Thunberg vorgeworfen, sie würde Umweltterrorismus begehen. Und Ökoterrorismus zum Beispiel ist auch 2008 zum ersten Mal in einem Europol-Report erwähnt gewesen. Da ging es um eine Feldbefreiung, wo ein Feld mit genmanipuliertem Mais zerstört wurde. Das heißt, es sind gar nicht so besonders weit hergeholte Beispiele, sondern es zeigt einfach, wie sehr dieser Terrorismusbegriff aufgeweicht wird und ausgedehnt werden kann, je nachdem, wer eben gerade in der Position ist, ihn auszulegen. Man könnte sich natürlich auch fragen, reicht es eben, Angst und Schrecken zu verbreiten, wenn ich mich in den Eingang von einer großen Bank stelle und einen Laster Mist vor die Tür kippe? Macht das dann den Bankern Angst und greift das eben unter diesen Terrorismusbegriff? Und da besteht eine ganz große Gefahr, weil eigentlich, meiner Meinung nach, brauchen wir zivilen Ungehorsam, wir brauchen solche Aktionen, um Veränderungen herbeizuführen. Und wenn solche Aktionen gemacht werden, dann teilt man ja mit, letztlich, etwas ist mir so wichtig oder ein Thema liegt mir so am Herzen, sei es jetzt Klimaschutz, sei es jetzt der Kampf gegen Kapitalismus oder sonstiges, dass ich bereit bin und gewillt bin, Regeln zu übertreten und Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Das funktioniert, solange man diese Konsequenzen absehen kann. Das funktioniert aber nicht mehr, sobald ich plötzlich dadurch, dass ich eine Sitzblockade vor einem Kohlekraftwerk mache, potenziell am Ende Terroristin bin.
Und diese sogenannten Chilling-Effekte sind extrem gefährlich für eine demokratische Gesellschaft und erreichen dann im Zweifelsfall genau das Gegenteil, weil wir brauchen nämlich eine lebendige Zivilgesellschaft, um eine Gesellschaft zu haben, die resistent gegen terroristische Bedrohung oder Radikalisierung auch ist. Eine andere Sache ist eben die Verlagerung von Inhalten oder Aktivitäten ins Internet. Das heißt auch, die Bekämpfung von Terror, von Terrorpropaganda verlagert sich immer mehr ins Internet. Sowohl was Repression angeht, das heißt Aufklärung durch Überwachungsmaßnahmen, als auch was quasi Prävention angeht. Wenn ich beispielsweise sage, so, terroristische Inhalte sollen nicht einfach auffindbar sein oder Propaganda sollen nicht einfach auffindbar sein, damit Menschen sich nicht radikalisieren. Man sieht das ganz gut an der jüngsten EU-Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Inhalte oder kurz TEREC, die als Reaktion auf Terroranschläge in Frankreich und Belgien angefangen wurde und wo es eben so ist, dass Anbieter von sozialen Medien, größere Anbieter, schnell auf Entfernungsanordnungen reagieren müssen und einschlägiges Material innerhalb von einer Stunde löschen müssen, sonst drohen ihnen relativ große Strafen. Letztlich konnte noch verhindert werden, dass Upload-Fehler verpflichtend in diese Regelung aufgenommen werden, aber man kann eben davon ausgehen, dass größere Anbieter vor allem automatische Filter einsetzen werden, damit sie bekannte als Terrorpropaganda gelabelte Inhalte eben schnell löschen und keine Probleme bekommen. Ein anderes Problem, abseits dieser Upload-Filter, die oft dazu neigen können, irgendwie Dinge übermäßig zu blockieren, ist, dass mit dieser Verordnung auch grenzüberschreitende Löschanordnungen möglich sind. Das heißt, ein Land kann dann eben einem Anbieter in einem anderen Land vorschreiben oder kann diesen ersuchen, dass bestimmte Inhalte gelöscht werden. Es gibt die Möglichkeit, quasi dagegen zu protestieren und zu sagen, okay, das wollen wir nicht, aber zunächst mal ist dieser Mechanismus vorgesehen. Und da bekommen wir schon innerhalb der EU ziemliche Probleme, weil es gibt ja in der EU Länder, die gerade nicht mehr so besonders demokratisch regiert werden wie Ungarn, wo man eben sagen kann, wir haben da ein ziemliches Problem, weil Viktor Orban zunehmend viele Bereiche auch des Engagements und zunehmend viele Bereiche kriminalisiert und auch als Terrorismus bezeichnet. Das passiert schon. Es gab zum Beispiel 2018 eine Verurteilung von einem Geflüchteten, der wurde in Budapest festgenommen und ihm wurde vorgeworfen, eben am Grenzzaun Röschke Polizisten bedroht zu haben. Und dieser Prozess wurde nicht einfach nur nach einem normalen Strafrecht gemacht, sondern es war ein Prozess, der nach einem Terrorparagraphen gemacht wurde, weil in Ungarn eben als Terrorist potenziell Leute gelabelt werden können, die den Staat oder seine Stellvertreter bedrohen. Ungeachtet dessen, was jetzt wirklich passiert ist, also Bilder haben halt gezeigt, dass diese Person jetzt nicht unbedingt Polizisten bedroht hat, zeigt es eben, dass die Kriminalisierung von bestimmten Gruppen in europäischen Ländern ziemlich weit fortgeschritten ist und dass wir ein ziemliches Problem bekommen, wenn zum Beispiel aus Ungarn eine Anordnung kommt, Inhalte zu löschen, die beispielsweise von Unterstützerinnen von geflüchteten Organisationen erstellt werden, weil solche Inhalte in Ungarn als Terrorunterstützung gewertet werden können. Das heißt, wir geben uns da einer ziemlichen Willkür hin, demjenigen, der definiert, was Terrorismus ist. Letztlich gibt es zwar Widerspruchsmöglichkeiten, aber die müssen ausgenutzt werden und eben es besteht immer die Gefahr, dass aufgrund des hohen Risikos von Strafen, wenn diesen Anordnungen nicht nachgekommen wird und die im Zweifelsfall sich als rechtmäßig herausstellen, dass Anbieter schneller löschen. Ein weiteres Problem dabei ist natürlich auch, dass Anbieter, gerade wie Facebook, nicht besonders transparent sind in dem, was sie löschen und warum sie es tun. Wir hatten gerade in Deutschland vor wenigen Tagen den Fall, dass ein Beispiel von dem Magazin Monitor zum Jahrestag eines Terroranschlags in Hanau auf Facebook bzw. Instagram gesperrt wurde. Und man weiß bis jetzt nicht warum. Das heißt, die Sachen wurden wieder entsperrt, nachdem es irgendwie öffentlichen Protest dagegen gab oder nachdem es Aufruhr dagegen gab. Aber man kann sich leicht vorstellen, okay, es gibt ein Nachrichtenmagazin oder ein investigatives Format, das eine Dokumentation über einen Terroranschlag macht. In diesem Material könnten beispielsweise auch kleine Ausschnitte aus
dem Livestream des Terroristen oder aus dem Bekennervideo des Terroristen oder sonstige Bilder drin sein. Und dann kann das im dümmsten Fall eben dazu führen, dass diese Beiträge auch gesperrt werden. Das heißt, man kann nicht einfach blanko entscheiden, was jetzt zulässige Inhalte sind oder nicht. Vor allem nicht, wenn man mit extrem intransparent agierenden Konzernen arbeitet, die ihre Kriterien nicht offenlegen und im Zweifelsfall auch noch Angst dazu haben, davor haben, wenn sie zu wenig sperren und blockieren, dass sie dann Strafen zahlen müssen. Und an solchen Sachen sieht man, das betrifft sehr, sehr viele. Das betrifft zum einen natürlich die Menschen, die eigentlich legitime Inhalte einstellen. Das betrifft aber auch eben die Menschen, die diese Inhalte konsumieren wollen. Noch deutlicher oder noch ja, krasser wird das Ganze, wenn man sich andere Ideen anguckt, die so aus dem politischen Spektrum kommen, wie zum Beispiel die Einschränkung von Verschlüsselung. Das ist so die jüngste Idee aus dem EU-Ministerrat, die kam auf eben nach dem Anschlag in Wien im letzten Jahr. Und da gab es dann Meldungen darüber, dass der EU-Ministerrat eine Resolution verabschieden will, die Verschlüsselung beschränken will. Und ungeachtet dessen, wie genau das aussehen soll, es gab danach irgendwie Dementi, die sagen, wir wollen natürlich Verschlüsselung nicht verbieten, sondern wir wollen sie auch nicht schwächen. Aber letztlich kann man ja Verschlüsselung nicht sinnvoll umgehen, ohne sie für alle schwächer zu machen. Ist das ja eine Aktion, die das Internet für uns alle unsicherer machen würde? Das heißt, wir versuchen den ja vermeintlich guten, das heißt den Strafverfolgungsbehörden irgendwie Werkzeuge in die Hand zu geben, machen damit aber alle unsicherer und weiten damit eben die Konsequenzen von dieser vermeintlichen Terrorismusbekämpfung auf alle aus, schaffen uns dadurch neue Probleme, weil eben auch Personen, die kriminell im Internet agieren und darauf aus sind, Schwachstellen in Systemen auszunutzen, auch leichteren Zugriff haben, nur weil diese Schwachstellen vielleicht für Strafverfolgungsbehörden offen gelassen werden, die aber letztlich überhaupt kein Exklusivrecht darauf haben. Ein weiteres Problem, das ist, glaube ich, in Deutschland ähnlich wie in der Schweiz, dass Maßnahmen, die ursprünglich zur Terrorismusbekämpfung eingeführt wurden oder beziehungsweise mit Terrorismusbekämpfung öffentlich gerechtfertigt wurden, später für ganz andere Dinge eingesetzt werden. Das betrifft zum Beispiel auch ganz viele Maßnahmen der Telekommunikationsüberwachung. Das ist eine Statistik aus 2018 aus Deutschland, wo man sieht, dass Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen mehrheitlich für Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz eingesetzt werden. Das heißt, man überwacht Telekommunikation eben nicht mehrheitlich für ganz, ganz schwere Straftaten, Mord und Totschlag und so weiter, sondern meistens geht es um Drogendealer und wahrscheinlich auch Konsumentinnen. In der Schweiz sieht das nicht viel anders aus, irgendwie in dem Swiss Lawful Interception Report, den die digitale Gesellschaft rausgebracht hat, war es eben auch so, dass 2016 2,6% der Überwachungsmaßnahmen nur auf Terrorismus bezogen waren und der Großteil eben Drogendelikte waren. Und das ist eben auch ein riesiges Problem. Weil natürlich zur Rechtfertigung, zur Einführung von solchen Maßnahmen eignet sich Terrorismus sehr gut, weil er eben emotionalisierbar ist, aber das, was im großen Teil danach eben eingesetzt wird, entspricht dem nicht. Das Gleiche sehen wir bei anderen Themen, zum Beispiel bei der Missbrauchsdarstellung von Kindern, bei der eben auch ganz oft nach krassen Maßnahmen oder krassen Eingriffen gerufen wird, die dann später wieder sich auf andere Bereiche ausdehnen. Wozu das führt, ist, dass wir so eine Art, ja, Spirale der Gesetzgebung beobachten. Das heißt, man hat diese Dynamik, es gibt einen terroristischen Anschlag. Es werden neue Maßnahmen eingeführt. Diese Maßnahmen werden kaum oder nur unzureichend evaluiert und geprüft, ob sie überhaupt wirksam sind. Dann passiert ein neuer Anschlag und es gibt noch mehr Maßnahmen und noch mehr Befugnisse. Und diese Befugnisse werden in der Regel nicht zurückgenommen, auch wenn sie ursprünglich explizit darauf ausgelegt waren. Das Ganze hatten wir nach 9/11, wo dann in Deutschland das sogenannte Terrorismusbekämpfungsgesetz erlassen wurde, 2002. Das war, soweit ich weiß, das erste Gesetz, das mit einer expliziten zeitlichen Befristung auf 5 Jahre kam und dann eben beispielsweise Unternehmen zu mehr Auskünften gegenüber Strafverfolgungsbehörden verpflichtet hat, das Mobilfunküberwachungen ermöglicht hat und eben wirklich aufgrund dieser extremen Grundrechtseingriffe befristet sein sollte. So, dieses Gesetz wurde letztlich dreimal verlängert und 2020 endgültig entfristet. Die Evaluierung, die es dazu gab, war
gelinde gesagt unzureichend und vieles der Evaluierung beruhte eben auf den Bedürfnissen der sogenannten Sicherheitsbehörden. Und so haben wir eben das Problem, dass in so einer Zeit diese Befugnisse nie wieder zurückgenommen werden und stattdessen während dieser Jahre viele, viele andere Befugnisse dazukommen. Die einzige Möglichkeit, die momentan zu bestehen scheint, ist, diese Befugnisse vor Gerichten zu kippen, weil ein Großteil dieser Maßnahmen sind verfassungsrechtlich extrem problematisch. Das heißt, sie greifen tief in Grundrechte ein, sind oft nicht verhältnismäßig. Aber diese gerichtliche Taktik ist eben ziemlich schwierig, weil sie zum einen langwierig ist, weil zum anderen in der Zeit, wo man vor Gericht geht und wo diese Maßnahmen vor den Verfassungsgerichten verhandelt werden, neue Maßnahmen erlassen werden, die das Ganze dann schon wieder obsolet machen und wo man dann wieder gegen vorgehen muss. Und weil auch wenn eine Maßnahme gekippt wurde, das letztlich Politiker und Behörden nicht davon abhält, sie wieder zu fordern. Das ist so ein bisschen wie beim Dauerbrenner in Deutschland, der Vorratsdatenspeicherung. Da haben wir einen ziemlichen Beißreflex. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich die Vorratsdatenspeicherung, wie es sie in Deutschland gab, 2010 gekippt. Und später, im späteren Verlauf, wurde sie auch vor EU-Gerichten noch ein paar Mal gekippt. Das heißt, nicht die deutsche Variante, aber andere ähnliche. Und trotzdem hören politisch Verantwortliche nicht auf, danach zu rufen. Und dieser Beißreflex, den sie dabei haben, ist oft nicht besonders logisch. Wenn man sich ein paar Beispiele aus der Geschichte anschaut, dann merkt man das so ein bisschen. Es gab zum Beispiel 2011 die Selbstenttarnung dieses Terrortrios NSU. Und daraufhin forderte Innenminister Friedrich eine Vorratsdatenspeicherung. Danach stellte man eben in jahrelanger Kleinarbeit fest, es gab einfach unzählige V-Personen in der Umgebung dieser terroristischen Gruppe und dieser Rechtsterroristen. Und letztlich scheiterte es sicherlich nicht an den unzureichenden Vorratsdatenspeicherungsdaten, sondern an eben der Unfähigkeit und auch der Unwilligkeit der Behörden, effektiv dagegen vorzugehen. Politiker fordern das auch, wenn Anschläge außerhalb von Deutschland passieren. Zum Beispiel bei dem Breivik-Anschlag in Norwegen 2011 wurde auch wieder Vorratsdatenspeicherung gefordert, obwohl der Geheimdienst in Norwegen den Täter schon Monate vorher auf dem Schirm hatte. Bei dem Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris war es ähnlich. Da wurde auch in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung gefordert, obwohl die Täter in Frankreich oder die späteren Täter dann in Frankreich schon überwacht wurden und es in Frankreich zu dieser Zeit eine Vorratsdatenspeicherung gab. Das heißt, letztlich lag es eben nicht an der mangelnden Vorratsdatenspeicherung, sondern an anderen Problemen. Und natürlich kann man auch, was auch in Deutschland passiert ist, Vorratsdatenspeicherung fordern, nachdem ein Anschlag mutmaßlich verhindert wurde. Das heißt, nachdem dann die Polizei gesagt hat, okay, wir konnten jetzt irgendwie Personen festnehmen und Dinge beschlagnahmen, die wahrscheinlich zu einem Anschlag geführt hätten. Und selbst dann ist man sich manchmal nicht zu schade, um dann noch zu fordern, dass eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird. Das heißt, dieser ewige Kampf gegen Maßnahmen ist so ähnlich wie eine Hydra. Das heißt, Dinge werden vor Gericht bekämpft. Oft ist das auch erfolgreich. In der Zwischenzeit wachsen aber neue Maßnahmen nach. Und das kann letztlich so nicht weitergehen, weil das bindet Ressourcen von zivilgesellschaftlichen Initiativen, das bindet eben Ressourcen von den Leuten, die dagegen vorgehen, die man besser in andere Dinge stecken könnte. Und wir brauchen eigentlich eine Abkehr von dieser reflexartigen Gesetzgebung. Was in Deutschland schon lange gefordert wird und auf ein Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2005 zurückgeht, ist die sogenannte Überwachungsgesamtrechnung. Das heißt, gerade dadurch, dass es so viele Einzelmaßnahmen gibt, die in Grundrechte eingreifen und vor allem in das Recht auf Privatsphäre eingreifen, sind diese Maßnahmen einzeln überhaupt nicht mehr zu bewerten. Das heißt, letztlich könnte man sagen, das Ganze ist eben mehr als die Summe seiner Teile. Und bevor ich jetzt ein neues Gesetz beschließe, muss ich mir erstmal überlegen, ob vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Gesetze dieses neue Gesetz jetzt noch mehr und viel zu tief in Grundrechte eingreift, auch wenn die Einzelmaßnahme an sich vielleicht noch zu rechtfertigen wäre. Weil letztlich kommen wir mit dieser ganzen Bewertung und Bekämpfung von einzelnen gesetzlichen Maßnahmen überhaupt nicht mehr besonders weit. So, dann muss man sich noch fragen, sind denn diese ganzen Sachen überhaupt nützlich? Das heißt, ist es überhaupt nützlich, immer mehr Überwachung einzuführen, meinetwegen Uploadfilter einzuführen oder Inhalte im Internet schneller bekämpfen oder woran scheitert denn eigentlich Terrorismusbekämpfung in der Praxis? Und da ist es eben ganz oft so, dass es nicht an mangelnden Befugnissen oder nicht an zu wenigen Grundrechtseingriffen, wenn man das so sagen will, scheitert, sondern an ganz anderen Sachen. Da kann man sich beispielsweise den
Anschlag in Wien anschauen, wo im Nachgang dann festgestellt wurde, oh, eventuell hätten wir das ja verhindern können. Weil da war der Fall, dass der spätere Attentäter Polizei bekannt war, vorher sogar in Haft saß und es dann eben diverse Pannen oder, naja, Pannen ist vielleicht noch sehr freundlich ausgedrückt, diverses Versagen in den Behörden gab. Das heißt, es gab einmal das Problem, dass die Gefährdungseinschätzung der Person ewig lange liegen geblieben ist und erst ein Dreivierteljahr nach der Haftentlassung passiert ist. Dann gab es Hinweise von, oder soll es Hinweise gegeben haben von slowakischen Behörden, die gesagt haben, okay, die Person hat versucht, Munition anzukaufen, diese Hinweise wurden nicht bearbeitet. Dann gab es Aufnahmen von Überwachungskameras, die wiederum nicht weitergeleitet wurden, die auf dem Tisch lagen. Und dann gab es Hinweise von Beamten intern, die aber auch nicht gehört wurden. Das heißt, es gab eigentlich eine ganze Reihe an, ja, Indizien im Rahmen der bestehenden rechtlichen Möglichkeiten und trotzdem wurden diese Hinweise nicht ernst genommen. Und das ist eben ein großes Problem, dass die bestehenden Befugnisse, die auch schon teilweise sehr, sehr weitreichend und viel zu weitreichend sind, dass die nicht ausgenutzt werden und man stattdessen dann einfach reflexartig, wie nach diesem Anschlag von Wien, fordert, okay, wir müssen jetzt irgendwie Verschlüsselung schwächen, damit wir in Kommunikation reinlesen können. Und oftmals ist es eben so, dass es an ganz, ganz klassischen Problemen wie einem liegen gebliebenen Fax scheitert, wie einfach einem nicht wahrgenommenen Hinweis oder auch der Konkurrenz zwischen den Behörden, zum Beispiel zwischen den Verfassungsschutzämtern und zwischen den Polizeibehörden und der Nichtweiterleitung von Informationen. Wir hatten das auch in Deutschland bei dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz, wo dann eben der ehemalige Verfassungsschutzchef in Deutschland gesagt hat, ja, das war ein reiner Polizeifall, damit hatten wir gar nichts zu tun. Und später kam eben doch raus, dass im Umfeld dieser Person, die diesen Anschlag begangen hat, V-Personen platziert waren und eigentlich bekannt war, dass es mit dieser Person Probleme geben könnte. Ein weiteres Problem, das sich intensiviert, wenn immer mehr Befugnisse eingeführt werden, ist eben, dass die Behörden überhaupt nicht mehr in der Lage sind, in der Fülle all dieser Informationen und Daten die Informationen zu finden, die sie brauchen. Hier gibt es ein ganz gutes Beispiel für das direkt aus Berlin stammt. Und zwar gibt es in Berlin schon seit Jahren Probleme mit rechtsmotivierten Anschlägen in Neukölln. Das heißt, wo Neonazis Informationen über vermeintliche politische Gegner sammeln und ihre Autos abfackeln, sie angreifen und einschüchtern. Da gab es drei Verdächtige, die abgehört wurden über längere Zeit und in deren Kommunikation eben auch vorkam, dass man einen bestimmten linken Politiker mal aufsuchen wolle und irgendwie dem das mal zeigen wolle. Und dieser linken Politiker wurde nicht gewarnt. Angeblich, weil es einen Fehler in der Transkriptionssoftware gab, die eben diese Telefonate transkribieren sollte und dann eben die Namensschreibweise nicht abgeglichen werden konnte. Aber wir haben eben hier das Problem, dass extrem viele Daten vorlagen, dass man diese ganzen Überwachungsprotokolle hatte und dass man diese Informationen nicht benutzt hat, um die später Betroffenen zu schützen. In dieser ganzen Anschlagsserie gibt es noch weitere Pannen, eigentlich eine endlose Serie an Pannen. Zum Beispiel hat man dann auch bei den Verdächtigen Datenträger beschlagnahmt und in der ersten Runde der Ermittlungen wurden auf diesen Datenträgern nichts besonders Spannendes gefunden. In der zweiten Runde hat man dann gesehen, naja, okay, der hat ja einfach im Papierkorb von seinem Windows-Computer, hat er ja einfach irgendwie die Feindeslisten, die sie benutzt haben, um Informationen über ihre politischen Gegner zu sammeln, gesammelt und die haben wir vorher einfach übersehen, weil wir nicht in den Papierkorb geschaut haben. Das heißt, da wurden extrem viele Daten ausgewertet und die wesentlichen Punkte ganz oft übersehen. Und dann ist eben die Frage, ob man dann diesem Problem beikommt, indem man den Ermittlern noch mehr Befugnisse an die Hand gibt. Ich glaube nämlich eher nicht. Ein Grundproblem ist, wenn man sich fragt, was soll man denn stattdessen machen? Das heißt, es ist natürlich irgendwie die eine Sache zu sagen, okay, wir können nicht weiter einfach Grundrechte einschränken und wir können nicht weiter einfach Terrorismusbekämpfung so weit ausweiten, dass irgendwann jeder davon betroffen ist, dass wir Probleme mit einer Meinungsfreiheit kriegen, dass wir Probleme mit Privatsphäre und Datenschutz kriegen, sondern was kann man denn stattdessen machen? Und das, worüber wenig gesprochen wird in der politischen Landschaft, ist eben, wie verhindere ich überhaupt, dass Personen sich radikalisieren oder wie biete ich Personen, die sich vielleicht radikalisiert haben oder in diesem Prozess sind, eine Möglichkeit, aus dieser Spirale wieder rauszukommen. Und das ist etwas, was sehr schade ist, gerade weil man oft eben in der Bevölkerung nach Anschlägen sieht, dass
das Bedürfnis eben nicht, dass es möglichst harte Maßnahmen zu ergreifen, sondern dass das Bedürfnis ist, sich quasi als Gesellschaft nicht auseinandertreiben zu lassen und sich nicht von diesen Anschlägen ja als freie Gesellschaft beeinflussen zu lassen. Und da gibt es ein ziemliches Versagen. Es gibt ein paar Beispiele aus Deutschland, wo eben das Problem ist, dass Demokratieprogramme oder Initiativen einfach nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht. Das heißt, es gibt Förderprogramme, aber diese Förderprogramme schaffen es eben nicht, kontinuierlich dafür zu sorgen, dass diese Organisationen gut und sicher arbeiten können. Es gab dann zum Beispiel die Unsicherheit, ob Aussteigerprogramme für Neonazis weiter finanziert werden können. Das Ganze wurde dann nach dem Anschlag in Hanau nochmal irgendwie zurückgenommen und dann hat man gesagt, okay, ihr kriegt doch das Geld. Eine Dauerförderung gibt es aber immer noch nicht. Das heißt, all diese Initiativen stehen vor einer unsicheren finanziellen Zukunft und sind dann noch da, teilweise davon betroffen, dass ihnen Misstrauen entgegenschlägt und vor einer Förderung dann nochmal der Geheimdienst auf die Organisation schaut, um zu gucken, ob denn da auch alles irgendwie mit rechten Dingen zugeht. Und das ist ein riesiges Problem, weil eben das ganze Geld, das in die repressive Terrorismusbekämpfung gepumpt wird, scheinbar nicht dafür da ist, eben auch Programme zu finanzieren, die verhindern, dass Menschen überhaupt in Szenen abrutschen, in denen sie sich radikalisieren oder dass es Organisationen gibt, die diesen Menschen einen Ausstieg ermöglichen. Und deshalb würde ich dafür plädieren, um dann ganz zum Schluss zu kommen, dass wir darauf achten müssen, dass es eben um die Wurzeln von Terrorismus oder von terroristischen Aktivitäten zu bekämpfen, dass wir eine freie Zivilgesellschaft brauchen und es eben nicht sein darf, dass gerade diese Zivilgesellschaft immer weiter eingeschränkt wird und quasi Angst haben muss, den Mund aufzumachen, ohne als Terrorismus abgestempelt zu werden, wenn wir gerade an die Klimabewegung denken und so weiter und so fort. Denn Terrorismusbekämpfung kann man letztlich nicht einfach nur durch Repression leisten, sondern Sicherheit, die sozusagen als Supergrundrecht immer wieder in den Raum gestellt wird, muss auch die Sicherheit sein, dass Grundrechte gewahrt bleiben. Sonst kann man ganz, ganz schlecht verhindern, dass sich Menschen radikalisieren. Und Radikalisierung findet eben oft auch in autoritären Kontexten statt. Und ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, dass man genau diesen autoritären Bestrebungen sich entgegenstellt und dafür sorgt, dass es weiterhin eine freie Zivilgesellschaft gibt mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Und das war's von mir. Dankeschön. Vielen Dank, Anna, für diese Ausführungen. Nicht nur schöne Aussichten, die du uns da präsentiert hast, aber für das sind wir als digitale Gesellschaft oder ihr als Netzpolitik.org ja genau hier, damit wir hier den Finger drauf halten können. Auch danke dafür, dass du dich in diese Richtung beteiligst. Wir haben noch ein paar Minuten, um Fragen zu beantworten. Fragen könnt ihr über den Chat stellen. Liebes Publikum da im virtuellen Raum. Zwei Fragen sind schon eingegangen, die ich ganz gut finde und dir gerne stellen möchte, Anna. Also die erste ist vielleicht ein bisschen typische Hacker-Mentalität. Die Frage ist, bezieht sich wahrscheinlich eher ein bisschen auf den Anfang deines Vortrags, wo es um die relativ weite Auslegung der Terrordefinition ging. Und dann ist die Frage, ob man eine solche erweiterte Terrordefinitionsauslegung auch gegen repressive Staaten selbst wiederum anwenden könnte, also dass man es auch quasi fast wie zurückschlagen könnte. Ich weiß nicht genau, ob ich die Frage richtig verstehe, aber letztlich geht es ja mit Terrorismus meistens eben darum, dass der Staat an sich angegriffen werden soll. Ein Punkt, über den ich jetzt noch nicht geredet habe, der aber in dem Kontext, gerade wenn man so diese Terrordefinition sich nochmal überlegt und wenn man über staatliche oder zwischenstaatliche Konflikte redet, ist dieses sogenannte Feld des ja, sogenannten Cyberterrorismus, wo man eben nochmal ganz andere Probleme bekommt, weil die Angriffe, die beispielsweise auf kritische Infrastrukturen passiert, schlechter zuordnenbar sind und man dann eben schnell bei der Hand ist, die irgendwelchen Staaten zuzuordnen, obwohl man beispielsweise gar nicht weiß, ob die Personen oder die Gruppen, die dahinter steht, staatlichen Ursprungs sind oder staatlich gefördert sind oder im Sinne eines Staates handeln. Und da haben wir vielleicht nochmal ein Problem, wo man durch dieses neue aufkommende Feld des sogenannten Cyberterrorismus, ob es den jetzt geben mag oder nicht,
wo man vielleicht am Ende nochmal ein Problem bekommen könnte, wenn es um staatliche oder zwischenstaatliche Konflikte geht. Dann eine andere Frage beginnt mit, mir scheint die Übersicht über die aktuelle Rechtslage sehr komplex. Diese Meinung teile ich. Und dann die Frage dazu ist, gibt es ein Projekt zur Sammlung und vielleicht auch Visualisierung von EU-weiten oder wenigstens schweizweiten Gesetzen, die kritisch in die Privatsphäre eingreifen? Weißt du von einem entsprechenden Projekt? Oje, oje. Ja, für die Schweiz kann ich nicht sprechen. Das wisst ihr bestimmt viel, viel besser als ich. Wir haben bei uns auf der Seite, jemand aus unserer Redaktion hat mal für die deutsche Situation zumindest so die Chronik des Überwachungsstaats als Titel gewählt und mal versucht, wirklich von den Anfängen der Bundesrepublik bis heute zu sammeln, welche Gesetze es gibt, die beispielsweise in die Privatsphäre von Personen eingreifen. Da geht es auch um viel mehr Dinge als Terrorismusbekämpfung. Da geht es einfach generell um Gesetze, die die Privatsphäre schwächen. Das können irgendwie Fluggastdatensammlungen sein, das kann quasi die Rasterfahndung sein, das kann Kennzeichenscanner sein, das kann ganz vieles sein. Und selbst da haben wir schon gemerkt, das ist eine ganze, ganze Menge Zeug. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das auf EU-Ebene gibt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es das gibt und es wäre sehr spannend, ja. Aber es wird eine ganze Menge. Das klingt so. Und vielleicht zielt die nächste Frage gerade in dieselbe Richtung. Wenn es schon so viele Befugnisse gibt, und das hast du ja eigentlich auch selber gesagt, dass diese dann oft gar nicht ausgenutzt werden, sondern lieber nochmals neue hinzukommen, könnte es sein, dass hier die entsprechenden Behörden selber nicht mehr ihre Befugnisse kennen? Oder hast du eine andere Idee oder einen anderen Vorschlag, wieso man lieber mit neuen Gesetzen kommt, als die bestehenden wirklich anzuwenden und auszunutzen? Ich glaube, ganz oft ist es eben so, dass man sich schon mal, oder ich glaube das nicht, aber es ist einfach so, dass Gesetze schon mal gemacht werden, um sogenannte Befugnisse auf Vorrat zu haben. Wir haben da ein ganz aktuelles Beispiel in Deutschland zu. Und zwar geht es da um das Antiterrordateigesetz. Das heißt, die Antiterrordatei, das ist eine Datei, in der die dazu geschaffen wurde, dass Geheimdienste und Polizeien Informationen gegenseitig auffinden können. Das heißt, dass sie Hinweise darauf bekommen können, welche Personen beiden Stellen vielleicht bekannt sind. Und da gab es dann eine Gesetzesnovelle zu, in der eben auch neue Befugnisse eingebaut wurden, um Datenanalysen darauf zu machen. So, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht in Deutschland gesagt, das geht nicht, das geht zu weit, das könnt ihr nicht machen. Und da kriegen wir Probleme mit dem Trennungsgebot von Geheimdiensten und so weiter und so fort. So, und dann hat die Bundesregierung gesagt, naja, aber diese Befugnisse wurden eh überhaupt noch nie benutzt. Das ist ja gar kein Problem, weil wir haben ja gar nicht die technischen Möglichkeiten dafür. Das heißt, ich glaube, der Fall, dass es Befugnisse gibt, die nicht ausgenutzt werden, weil man zum einen die technischen Möglichkeiten noch nicht hat oder weil man auch gar nicht die personellen Kapazitäten hat oder die Kompetenzen hat, um Dinge auszuwerten, das ist gar nicht so selten. Das ist aber eben auch gefährlich, weil dann eben gerade in der Phase, wo solche Befugnisse vielleicht noch diskutiert werden, das heißt in der Anfangsphase, nichts dazu zu hören ist. Und irgendwann später taucht dann, so wie Karl aus der Kiste, taucht dann plötzlich irgendein Fall aus, wo diese Befugnisse genutzt werden. Und die werden ja nicht weniger problematisch, nur weil sie jetzt mal 5 Jahre lang jemand liegen lässt. Es gibt noch viele weitere Fragen im Chat. Ich möchte aber zum Schluss vielleicht noch diese eine stellen, die vielleicht dann auch ein Aufruf an alle unsere Hörer ist, Zuhörer, Zuschauer ist. Die Frage ist, wie kann man Demokratieprogramme als Privatperson unterstützen? Hast du uns hier noch einen Tipp zum Abschluss? Ich denke, viele dieser Initiativen, zumindest in Deutschland, nehmen gerne Spenden entgegen. Und letztlich ist es ja auch so, dass sie immer wieder Menschen suchen, die mitarbeiten oder die sich beteiligen. Oder es ist, glaube ich, auch wichtig, solche Initiativen bekannt zu machen und eben darauf hinzuweisen, dass es sie gibt. Und gerade diese Initiativen unabhängig auch von der Regierungsförderung zu halten, wäre natürlich schön. Das heißt, auch wenn man natürlich sagen kann, okay, es ist wichtig, dass es eine zuverlässige öffentliche Förderung dieser Programme gibt, wäre es natürlich noch schöner, wenn sie überhaupt nicht davon abhängig wären, von der Regierung gefördert zu werden. Weil natürlich ist es immer ein Problem, weil wir diesen inneren Widerspruch haben. Zum einen natürlich geht der Staat repressiv gegen Personen, die sich radikalisieren, vor. Und zum anderen sind eben die Organisationen,
die diesen Personen helfen wollen, außerstaatlich von dem Staat abhängig. Und da hat man natürlich auch ein Vertrauensproblem. Das heißt, wenn man vollkommen unabhängige Stellen von öffentlichen Geldern hätte, wäre das natürlich sehr schön. Und ich glaube, da freuen sich sehr viele Initiativen darüber, wenn sie Spenden bekommen und wenn sie Aufmerksamkeit bekommen. Nehmen wir an, das gilt auch für Netzpolitik.org. Auf jeden Fall gilt es für uns die digitale Gesellschaft in auch. So quasi danke für die Werbung. Die Zeit ist um. Bist du noch in der World anzutreffen? Können Genau, ich da bin die so eine Leute halbe noch Stunde da. weitere Fragen stellen? Gut, dann all denen, die jetzt noch nicht gefragt haben, geht bitte in die World. In ein paar Minuten wird auch Anna da sein. Auch dort gibt es eine Lounge. Dort könnt ihr weitersprechen, weiter diskutieren, weiter fragen. Hier gibt es eine kleine Pause im Stream und nachher geht es weiter hier in der Lounge mit einem Vortrag zur Schweizer Technologie für den Krieg. Ein schwieriges Business. Das wär's und bis bald.